Es gibt zwei Finger, die es auf dem Saxophon wirklich schwer haben. Nummer 1, Nummer 2. Und gerade wenn es in den Wechseln hier so richtig unangenehm wird oder ihr vom tiefen C aufs S rauf müsst, dann hängt das oft. Es gibt einen ganz einfachen Trick, mit dem ihr eure Finger ein wenig gleitfähiger machen könnt, indem ihr nämlich hier und das Auge fasst, einmal hier und einmal hier. Glaubt mir, wenn ihr euch nicht gerade übermäßig schminkt, habt ihr da immer etwas Hautfett übrig und dann rutscht das gleich viel besser. Und das ist gerade vor Auftritten, wo man merkt, gleich kommt diese blöde Stelle, wirklich hilfreich.